Habt ihr noch Zeit? Ja. Wir haben noch Zeit. Die nehmen wir uns. Bin in den Supermarkt gelaufen, um dort gutes Öl zu kaufen, um sie damit einzureiben und es glitschig dann zu treiben. Nur mit meiner Herzensdame auf einer großen Plastikplane. So, jetzt wird sich amüsiert, dachte ich. Doch was passiert? Als ich auf sie draufgerutscht, ist sie einfach weggeflutscht. Mit dem Kopf knallte sie an die Wand, bis dass sie schrie. Und so hatte meine Eule erst eine Delle, dann eine Beule. Ihre Schmerzen waren schlimm, die Erotik war dahin. In den Ohren ihr Genöl, an der Wand Olivenöl. Damit das nicht mehr passiert, wird sie morgen gut fixiert. Liebe Glitsche-Fetischisten, müsst das Glitschen überlisten. Hier mein Ratschlag für euch alle, man braucht mehr als eine Schnalle. Schnalle ist hier doppeldeutig. Ja, schön. Ich habe es ganz am Anfang auch nicht verstanden, aber es ist doppeldeutig. Ob auf Sofas oder Sesseln, wollt ihr ölen, müsst ihr fesseln. Treibt jetzt lieber wild in Betten, denkt daran, sie anzuketten. In diesem Sinne, guten Rutsch.